some BOC. Hier gibt es nur diesen einen Weg. Na gut. Hier gibt es gar nichts außer diesem einen Schatz. Und den kann ich nicht mal tragen. Na gut. Plus 5. Kette. Weg mit der Kette. 275 Gold. Okay, dann zurück. Wenn es hier nicht mehr weitergeht, finden wir einen anderen Weg. Nämlich den hier rechts. Vermutlich ist hier auch wieder Wasser. Vielleicht aber auch nicht, weil es hier nämlich gleich wieder nach oben geht. Gehen wir mal hier runter. Ah, Sackgasse. Na gut, zurück. Ich weiß mittlerweile gar nicht mehr, wo der... Ich höre einen Zombie. Wo der uralte Vampir überhaupt war. Ah, jetzt sind wir hier. Hier waren wir aber schon mal. Das heißt, wir können hier zurückgehen. Das ist gut. Hier ist doch irgendwo ein Zombie. Ah, jetzt häng ich. So, wo ging es hier jetzt zurück? Ah, da rechts war die Sackgasse, das heißt, es geht hier zurück. So, und jetzt? Da ging es nicht weiter, da ging es nicht weiter. Dann geht es hier. Okay. Und da, das da wäre der Weg zurück. Das heißt, wir gehen jetzt mal diesen Weg hier. Ein Zauberer. 4 Gold. Ah, jetzt. Oh, oh. Hä, will ich schon tragen. So, und ich will die 297 Gold. Das hier ist Kette und das ist auch Kette. Das will ich nicht. So, ich habe da einen Schatz gesehen. Dann nehmen wir uns das Gold mit. 231 Stück. Lol, jetzt bin ich da. Okay. Da ist er ja. There was not much of interest in your victim's satchel. Just a bit of bone from a small mammal. Okay, looten wir den Zombie gleich mal. Der hat 110 Gold. Oh, ich glaube, das ist Stahl oder sowas. Ach, nicht die Kapax. Kaichi. Ich glaube, ich möchte das aber mitnehmen. Ich glaube, das ist viel wert. Hier lassen wir das dafür da. Dann halt noch den da. Immer noch nicht. Den da können wir auch da lassen. Das wiegt wirklich viel. Ich meine, so Kettenzeug wiegt ist ja auch nicht ohne. Muss ich mal sagen, ich habe ja selbst schon mal eine komplette Kettenrüstung getragen. Also die wiegt schon einige 40, 50 Kilo insgesamt. So eine echte. Das ist richtig krass. Okay. Also hat man plötzlich mal, also ich selbst, hat dann plötzlich mal fast das Doppelte an Körpergewicht, was meine Beine tragen müssen. Das ist nicht ohne. So, jetzt bin ich hier. Die Frage ist, wo muss ich zurück? Ah, es könnte sein, dass ich hier zurück muss. Nein, da bin ich hergekommen. Den Weg bin ich hergekommen. Und den hier? Das könnte sein. Okay, vielleicht schaue ich erstmal hier noch, ob ich da vielleicht weiter muss. Ich glaube, hier muss ich tatsächlich weiter, also zurück. Das würde aber bedeuten, dass ich da schon war. Hm.
geht's denn da weiter? Da wird es dahin gehen und da war ich aber noch nicht. Das heißt, es könnte auch sein, dass ich da zurück muss. Da war ich auch noch nicht. Da auch noch nicht. Ah, lol, und dann komme ich dahin. Hä? Na gut, dann gehe ich da einfach mal hin. Wo bin ich denn überhaupt? So, dann muss ich da hoch. Genau, ich glaube, das ist der kürzere Weg. Denn in beiden Wegen komme ich hier dann hier zurück. So, dann da lang. So. Dann muss ich hier entlang zurück. Und jetzt bin ich den Weg geradeaus noch nicht gegangen. Dann gehen wir den doch mal. Also der Ancient Vampire hat sich wirklich gut versteckt. Wir haben ihn zwar... mit. Ah. Moment mal. Ach, das war der Weg. Ah, okay. Gut, dann gehen wir einfach mal zurück. Wir haben ihn zu Beginn schon mal gehört, aber noch nicht gesehen. Und das ist richtig, wo der sich versteckt hat, ist nicht schlecht. Und das hier ist der Weg zurück. Nach oben. Genau. Genau. Moment mal. Waren wir hier eigentlich schon mal? Da haben wir aber auch noch nicht alles erkundet gehabt. Komme ich da nochmal hin? Oder habe ich das jetzt irgendwie übersprungen? Das wäre irgendwie ein bisschen blöd, wenn ich das jetzt übersprungen hätte. Aber das kann ich nicht übersprungen haben, oder? Falsch. Das ist jetzt echt blöd. Ich weiß nämlich nicht mehr genau, wie ich gegangen bin. Aber ich habe hier schon mehrere Wege, wo ich nicht mehr weitergekommen bin. Ich glaube, ich lasse das einfach mal. Könnte auch sein, dass ich hier reingegangen bin. Ich weiß es echt nicht mehr. Aber jetzt bin ich plötzlich hier. Es sieht so aus, als wäre ich hier mal hergekommen. Könnte aber auch sein, dass ich da... Verdammt. Das ist echt blöd. Also ich gehe jetzt einfach mal hier zurück. Durch die Tür. Irgendwo muss ich ja mal weitermachen. Und ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe da durch. Aber ich bin ja... Warte mal. Ich glaube, ich bin hier tatsächlich... irgendwie hergekommen. Kann das sein? Dass ich mich hier... Genau, ich bin hier hergekommen. Bin dann einfach mal so geradeaus weiter. Ah, und dann komme ich hier plötzlich zurück. Okay. Dann schon haben wir den Weg gefunden. Okay, das heißt, und wo ging es da runter? Wo ging es da runter? Hier war Sackgasse. Und hier war auch Sackgasse. Okay, das war also eine Sackgasse. Und das hier? Bin ich dann auch dahin gekommen? Okay, okay. Passt alles wieder zusammen. Das heißt, es geht hier geradeaus weiter. Ein Zauberer. Your victim was carrying nothing but a small scrap of yellow fabric. Ich glaube, ich bin noch nie so durcheinander gekommen in Daggerfall bisher, wie in diesem Dungeon gerade eben. Da gibt er mir doch sicher recht, oder? Schon wieder in der Nähe des Wassers. Okay, hier ist nichts. Oh, fuck, fuck, fuck.
durch das Glück kommt er hier nicht rein. Mit etwas Glück kommt er hier nicht rein. Kurz speichern. Ich habe zwar gerade eben gespeichert, aber er sagt uns, dass wir in eine ideale Position nochmal kommen, falls er uns doch irgendwie töten kann. Da ist er. Oh, er ist tot. Oh, welch eine Erleichterung. So, die 4 Pfeile, die ich nicht mehr tragen kann. 77 Gold und das war's. So, dann geht's da rein. Aber hier ist auch nicht wirklich etwas. Nein. Und hier geht es weiter irgendwo hin. Gab es da noch einen Geheimräume? Nein. Okay, wo geht es hier hin? Ich glaube, wir haben ihn gefunden. Oh nein! Wir haben ihn gefunden. Das heißt, wir müssen auch in der Nähe des Eingangs sein. Und ich habe euch ja gesagt, der direkte Weg wird uns der Weg zu ihm ist nicht in der Nähe. Es sei denn, wir sind jetzt tatsächlich fast am Anfang. Das weiß ich nicht. Ich glaube, ich muss da hinten lang, oder? Ach, ich habe den Raum hier. Ich habe bevor der Erkundung dieses Raumes gespeichert gehabt. So, ich möchte schon mal meinen Bogen ausrüsten. Denn diesen Vampir töte ich mittels Bogen. Speichern. Litehorn is dead. Namira's hunger is sated. Now to satisfy your own desires by reporting to Carololda Woodsley. Okay, blöd ist nur, wir haben keinen Teleporter zum Eingang gesetzt, weil wir keinen Mana hatten. Das heißt, wir müssen jetzt einfach mal den ganzen Weg zurückgehen. So, 5 Pfeile, die können wir nicht mehr tragen. Das Geld können wir auch nicht mehr tragen. In dem Fall will ich doch tatsächlich ein paar Sachen ablegen. 726 Dollar. Die Pfeile kann ich... Gold. Die Pfeile kann ich trotzdem nicht tragen. Und sonst gibt es hier auch nichts. Ja, wir haben einiges gefunden. So, jetzt müssen wir den ganzen Weg zurück. Es würde mich interessieren, wie groß dieser Dungeon noch ist. Okay, da sind wir von daher gekommen. Beispielsweise könnten wir jetzt... Ach komm, weil es Special ist, erkunden wir den Dungeon ganz. Es ist vermutlich sogar schon Folge 55 oder sowas, aber... Weil ich das mehrteilige mache, aber... Wieso nicht? Nein! So, voll aktiv, na toll. Viel Gold vom Zombie. Nein. Jetzt habe ich den Zombie getötet und dann hat mich der Kampfmagier nochmal getötet. Okay. Aber ich habe, na toll, ich habe in der Gruft dieses Vampirs gespeichert das letzte Mal. Das heißt, wir müssen den kurzen Weg hier nochmal zurückgehen. Jetzt. So, die werde ich aber abschießen. Vermutlich beide, weil ich ja nicht weiß, welche von beiden dann der Kampfmagier ist. Ich kann schon mal den Bogen ausrüsten. Ich habe nur noch 79 Pfeile, das ist nicht viel. Okay, speichern. Da! Da
Next Step. Ich glaube, ich treffe beide gleichzeitig irgendwie. Ein Ancient Lich! Ja, das ist unser erster Ancient Lich, den wir als Gegner haben und wir haben ihn getötet. Ich glaube, ich habe gerade den Zombie gefunden oder den Kampfmagier. Nein, es war der Zombie. Aber dann lebt immer noch irgendwo der Kampfmagier. Aber wo? Da vorne. Ich bin hier raus. Nein, da ist er. Ich glaube, ich treffe den nicht. Wow. Ich habe den nicht getroffen und er ist sogar zu mir hergekommen. Und er konnte mich durch die Wand mit Nahkampfangriffen, glaube ich, angreifen. Okay, ich glaube, der Kampfmagier steht jetzt hinter der Tür. Oh nein, ich habe ihn getötet. Ich habe beide getötet. Okay, die haben mich mit Fernkampf angegriffen. Fertig gemacht. Angegriffen. Fertig gemacht haben sie mich ja nicht. Okay, hier war der Ancient Lich und der Zombie. Ich kann nichts tragen. Das ist nicht schön. Das ist Kette. Kommt weg. $671, die Pfeile gehen nicht mehr. $33, die Pfeile gehen auch nicht. Was ist das? Das ist vermutlich Elfen oder... Ja, Elfen. Elfen oder Silber. So, dann hier den Kampfmagier. 319 Gold. Was ist das für ein Helm? Plus 1. Lassen wir. Und hier haben wir einen Lich. Die drei Pfeile gehen nicht mehr. Aber das geht auch nicht. So, das ist der plus 5 Helm. Das ist Kette. 858 Gold. So, die drei Pfeile gehen nicht. Oh oh. Das ist nicht gut. Schnell speichern. Paralysiert? Willst du mich verarschen? Auf die Entfernung? Nein. Hier. Nein. Wo ist er? Stirb, du Lich! Vielleicht sogar Ancient Lich. Oh oh. Oh oh, nicht gut. Nein, das ist jetzt nicht wahr, oder? Ich bin gestorben, verdammt. Aber ich habe davor gespeichert. Ich kann ihn nochmal bekämpfen. Sie sind hier überall Lichs. Ach toll. Ich sehe gerade, ich nehme erst seit etwa 2 Stunden auf. Ich hätte die Folge jetzt in einer Aufnahme machen können, also. Alter, hau ab. Hau ab. There was a small piece of meat in your victim's pocket, apparently once part of a sandwich. Alter, ich kill dich! Oh, ich habe ihn gekillt. Okay, die 2 Pfeile konnte ich sogar wieder mitnehmen. Okay, lassen wir mal. Das Leben... Für normale Gegner reicht das Leben noch. So, wo sind wir hier?
Ich glaube, hier waren wir schon. Yep. Wir waren so knapp dran an zwei Lichts, einem Ancient Licht, einem Kampfmagier und einem Zombie. Sind wir so knapp dran vorbeigegangen. Okay. Ah, okay. Da unten geht's weiter. Und zwar hier rechts rein. So, wo jetzt? Da war nichts, also geradeaus. Irgendwann kommen wir hier schon wieder heim. So, da war nichts, geradeaus. Also, hier geht's nicht weiter, so rum. So, da waren wir links noch nicht. Gehen wir einfach mal da lang. Den Dungeon will ich nämlich komplett, wirklich komplett erkunden. Einfach nur, weil es special ist. Dann mache ich zwei oder drei Folgen, keine Ahnung. Ich bin jetzt schon in der dritten Stunde. Und dann mache ich jetzt die dritte Stunde noch ein bisschen länger. Weil sonst würde das Video vermutlich nur 20 Minuten oder so dauern. Das ist jetzt schon der richtige Weg, oder? Ja. Und dann habt ihr dreimal eine Stunde oder sowas. Das. Ah, und jetzt bin ich hier. Und da geht's komplett geradeaus. Na gut. Dann hier entlang. Und hier durch. So, und dann sind wir hier. Okay, und da war ich, glaube ich, schon. Falsche Weg. Genau, also da war ich auf jeden Fall schon. Genau. Und hier. Hier auch. Nein, hier bin ich hergekommen. Hier bin ich hergekommen. Okay. Aber da waren wir noch nicht. Da gehe ich jetzt mal hin. Oh, ach, nur ein Zauberer. There was not much of interest in your victim satchel. Just a bit of bone from a small mammal. So, wir haben 132 Gold. Oh, ist das Stahl? Das ist Eisen, oder? Ja, nein, das ist Stahl. Nehmen wir mit. Mist. Plus 4. Plus 4. Plus 3. Das kann weg. Plus 3, plus 1, okay. Ah, wegen der Treppe habe ich mich nicht geduckt. Hey. Ja, den... Oh, oh nein, das sind zwei dahinter und ich weiß nicht, was es ist. Ich mache das lieber mal aus dem Fernkampf. Ach, bin ich blöd? Wir waren hier definitiv noch nicht. Jetzt komm schon, Bogen. Stimmt, das ist ein zweiter. Sorcerer? Ich glaube, das ist auch ein Sorcerer. Au! Oh, das war knapp. Healing Toga. So, umrüsten wieder. Speichern. Ich gehe jetzt nämlich erst hier rechts rein. Aber hier ist nichts außer einem Gerippe. Von keine Ahnung was. So. Die Pfeile gehen nicht. Adamantium geht auch nicht. Das da geht auch nicht. Gold geht. Es geht irgendwie gar nichts. So, das hier ist Stahl. Das hier ist Stahl. Stahl. Das da ist Kette. Weg. Das geht nicht. Das da ist Stahl. Mithril. Bogen, Pfeile. Das ist mein Schild. Dann haben wir hier haben wir Kette. Immer noch nicht. Das ist, glaube ich, auch. Ja, Kette. Jetzt geht's. So, Pfeile gehen mit. Das da geht auch mit. 187 Gold. So, das da ist Kette. Das ist Stahl. Nehmen wir mit. Geht aber nicht.
Das ist der plus 5 Helm. Stahl. Okay. Dann haben wir jetzt den Schild weg. So. Weil lieber etwas, wo wir wissen, dass es Stahl ist, als etwas, wo wir verdenken, dass es Stahl ist. So, Moment mal. Da vorne ist ja noch ein zweiter. Hatte ich schon vergessen. 99 Gold. Und das hier ist, glaube ich, Kette. Genau. So, nochmal speichern. Das erste Speichern vorhin gerade, das war eigentlich für den Arsch. So, da ist schon mal nichts. Halt, habe ich da einen Geheimgang gesehen? Ah nein, das ist von der Ebene drunter, okay. Ein Eisertonach, 3 Gold. Okay. Speichern. Vielleicht war ich... Nein, ich war hier noch nicht. Gehen wir erstmal da rein. Oh, das haben wir auch noch nicht gesehen. Schön. Gehen wir da weiter. Wow. Ein Gold. Okay, und ich höre noch irgendwo ein Monster. Also wir hatten den Dungeon doch noch nicht vollständig erkundet. Ein bisschen geht er noch. Ein Gold. So, eine Statue, die nehmen wir nicht... Oh, Moment mal, was ist das da? Adamantium. Nehmen wir mit. Geht nicht. Okay, jetzt muss ich mal nachsehen. Das sind alles magische Items, die sind immer wertvoll. Das Buch, das nehmen wir mit. Okay, dann sieht es so aus, als müsste ich jetzt doch Stahl abwerfen. So, das hier wäre Eisen. 176 Gold. Das ist Kette und das da ist ein plus 1 Helm. Ein Gargoyle zum Hai. Ist der mir die ganze Zeit hinterhergelaufen. Das wusste ich gar nicht. Ich habe ihn zwar gehört, aber ich dachte jetzt nicht, dass der mir hier hinterherläuft. Okay. Jetzt sterbe ich gleich. Nein, doch nicht. 5 Gold! Oh. 264. Hier haben wir Kette, Kette. Und ein plus 3 Helm. Ist auch Kette. Jetzt haben wir jetzt 3 Türen noch. Die hier ist zu, die auch. Also es ist die. Nein. Lol, da ist eine Tür dahinter mit einem Eisengolem. 3 Gold. Aber da hat er nichts. Abgesehen von seinen 3 Gold. Auch hier ist nichts. So, jetzt ist irgendwo vermutlich geradeaus die Tür aufgegangen. Nein! Ich lebe noch, ich lebe noch. Zwei Gold. Oh. Mit Adamantium. Okay, Stahl weg. Immer noch nicht. Das da ist Stahl, kommt weg. Immer noch nicht. Stahl kommt weg. Das ist Eisen. Ja, Eisen. Dann haben wir hier noch das Gold. 176 Gold. Hier haben wir Kette und ein plus 1 Helm. Uff, okay. Sehen wir gleich mal geradeaus. Wenn da schon die Tür offen ist. Okay, aber da ist nichts. Und da links ist die Tür jetzt auch offen. Ah, kann sein, dass einer von uns die aufgemacht hat, als wir gekämpft haben. Okay, dann gehen wir zurück. So, es geht jetzt hier geradeaus weiter, das weiß ich.
Weil da war die Abzweigung und wir sind aus einem Zweig gekommen. Aber den Weg haben wir noch nicht gehabt. Oh, hier geht's auch gar nicht weiter. Na gut. Dann gehen wir da gleich mal ganz zurück. So, dann ging es, glaube ich, auch nicht weiter. Das war ja nur eine Tür. Oder war hier irgendwo ein Geheimgang, dass der mich gefunden hat? Nö, ich glaube nicht. Ich schätze einfach mal, der Gargoyle ist hinter uns gespawnt. Könnte auch sein. So. Das weiß ich nicht. Wo hier... Ah, okay, da sind wir hergekommen. Da war nichts. Dann geht es jetzt da geradeaus weiter. Speichern. Hier ist gar nichts. Hier ist gar nichts. Na gut, dann zurück. So, da geht's runter. Genau. So, jetzt bin ich da und da ging es. Wo zurück? Genau, da ging's zurück. Nach Süden muss ich. Okay, welche jetzt? Ich glaube, hier muss ich rein. Genau, da muss ich rein. Und hier war das Gitter, wo ich nicht weiterkam. Okay. Das heißt, da vorne muss ich dann links weiter. Hier. Das ist ein offenes Gitter. Und jetzt? Okay, da ist nichts. Und da... da? Keine Ahnung. Okay, da war zumindest schon mal nicht. Ah, da komme ich. Bei beiden komme ich zum selben. Aber hier komme ich schneller hin. Nur kurz nachsehen, ob ich dann nicht irgendwas übersehen würde. Doch, tatsächlich, ich würde hier was übersehen. Oder? Es sei denn, es würde da wieder zurückgehen. Nein, es geht nämlich hier zurück. Oder komme ich auch hier runter hin? Dann geht es da nicht zurück. Und hier war nichts. Das heißt, es geht... Da ist aber auch nichts. Habe ich mich jetzt ver... Okay. Ach mal, es war ja hier irgendwo der Ausgang an so einem Ding. Ach, hier, da ist der Ausgang. Okay, das heißt, wir sind schon am Ausgang. Gut, dann gehen wir dahin. Das ist geradeaus, okay. Ich höre hier noch was. Dann da rechts. Vielleicht haben wir den irgendwo übersehen. Darunter, dann bin ich eh schon da. Genau. Aber weil wir den Dungeon jetzt fast erkundet haben, ich will noch dort oben hoch. Das ist das Einzige, wo wir noch nicht waren. Lol. Okay, es gab irgendwo noch Geheimgänge, aber die suche ich jetzt nicht extra. Mindestens zwei Monster leben noch. Aber egal. Nein, möchte ich nicht. So, wisst ihr was? Wir reisen zuerst mal nach Daggerfall. Das liegt sowieso auf dem Weg. Wir sind jetzt irgendwo hier und dann reisen wir es eben statt direkt so, reisen wir so und dann so. So, ja. Okay, wir können in 2 Tagen da sein. Das wären 3 Tage, okay. Ich versuche es aber mal mit 2 Tagen. Vielleicht komme ich ja am Tage an. Pickpocket, Backstabbing, Archery und Critic Strike. Ja, ich komme am Tage an. So, dann gehen wir jetzt erst einmal verkaufen, damit wir auch Platz haben. Und so weiter.
So, also aktuell würde die Folge ungefähr 20, die dritte Stunde ungefähr 20 Minuten dauern. Halbe Stunde vielleicht. Das pushen wir noch ein bisschen. Dann werden wir dreimal eine Stunde haben. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich diese Serie dann nennen werde. Vielleicht, keine Ahnung. Dedra-Beschwörung für Anfänger. So, das nicht. Das. Okay. Ja, das wird auch verkauft. Das Buch nicht. Okay, verkaufen. Ja. Das sehen wir uns mal an. Also, das da kommt in den Wagen. Lesen werde ich übrigens in dieser Aufnahme extra nicht, so weil es eben die Special-Aufnahme ist. Obwohl ich damit noch vielleicht sogar eine ganze Stunde hinkriegen könnte, aber ich weiß nicht. Egal. So, wir gehen jetzt erstmal zur Magiergilde und lassen die zwei Gegenstände identifizieren. So, die ist irgendwie... Also hier ist die Diebesgilde. Da muss die Magiergilde dort oben irgendwo sein. Ah, da ist der Irrgarten oder Friedhof oder was das sein soll. Und rechts ist die Magiergilde. Oh Mist. Ich hoffe, das hat jetzt nicht gezählt, also versucht sie aufzubrechen. 11 Uhr, es ist 10 Uhr, eine Stunde noch. So. Jetzt. So, identifizieren mal bitte. Halt, Moment mal, wir haben doch selber einen Identifizierungszauber, oder? Ja! Geil! Was? Auf der Long Session of Hagland. Was? Moment mal. Identify. Ich muss trotzdem dafür zahlen, na toll. So, das sind Deadman's Casual Cloak, Cause when used Firestorm, das wird verkauft. Und hier Frost Champion Straps of Ice Storms, Cause when used Ice Storm, wird auch verkauft. Ich glaube, ich habe sogar noch was, oder? Free Action, Powers Unknown, das dann nehmen wir noch. Das ist unser Ring of Protection, genau. Slow Falling und, ah, ist auch unbekannt. 111 Gold. So, das hier ist Diamond of Shocking, Cast when used Shock, wird verkauft. Und das hier ist Call of Element of Lightning, Cast when used Lightning, wird auch verkauft. So. Aber zumindest zwei der Sachen kauft der normale Händler nicht, aber vielleicht der General Store Händler. Also der kauft der Pawnshop nicht, den wir normalerweise nutzen, so rum. Aber der General Store kauft sie vielleicht. Aus irgendeinem Grund trabt mein, hat mein Pferd keine Geräusche mehr. Ah, jetzt. Jetzt wurde er verstummt mit einem Stummzauber. Okay, da vorne ist die Bank und dann da kommt der General Store und da gehen wir jetzt erstes rein. Denn wenn wir Glück haben, können wir dort alles viel verkaufen. Dann müssen wir nicht mehr zum Pawnshop. Da wir ja wissen, dass wir mindestens zwei Sachen beim Pawnshop nicht verkaufen können. So, verkaufen. Okay, die beiden können wir bei ihm verkaufen, die anderen beiden nicht. 1029, das ist nicht schlecht. So. Dann müssen wir aber dennoch noch zum Pawnshop, weil wir ja noch zwei Sachen zu verkaufen haben. Aber doch den Identifizierungszauber müssen wir jetzt wenigstens nicht mehr zur Magiergilde, um etwas zu identifizieren. Das hat schon was.
Wir müssen zwar immer noch zahlen, aber egal. Sell, zack, zack. Oh, leider nicht sehr viel. Egal. So, jetzt reiten wir noch schnell zur Bank. Und dann tun wir unsere Belohnung ab. Da bin ich schon gespannt. Ich weiß, wie er heißt, Namiras Ring, aber ich weiß nicht, was er macht. So. Banking. So. Ja, so. Und dann Deposits. 32.272. Jetzt haben wir nicht mal mehr 300.000 auf der Bank. Oh, das ist echt bitter. Aber dafür hatten wir ein schönes Abenteuer. Halt. Und erstmal speichern. Und vielleicht mit etwas Glück einen richtig geilen Gegenstand. Und wir haben einen Dedra-Prinzen getroffen. So. 3 Tage nur. Das sollte eigentlich reichen. Master Skill has improved. Geil. Wie weit ist der jetzt? 24%. Geil. Ach, Moment mal. Das ist ja gar nicht die, mit der wir reden müssen, oder? Verdammt, wo müssen wir nochmal hin? I have spoken. Nein. The Jar promised me a ring of Namira if I will. In 80 days, I contact won't wait any longer than that for me in Coven on the Bluff Lyceum of Daggerfall. Dann laden wir noch mal schnell. Obwohl, vielleicht ist es gar nicht nötig. Find Coven of the. Okay. Hab ich den Namen falsch? Coven on the Bluff. So, find Coven on the Bluff. Coven on the Bluff L. Es hieß doch Lyceum, oder? For me in Coven on the Bluff Lyceum of Daggerfall. Verdammt. Ist sie doch irgendwo hier? Why would I help a complete stranger, especially one with your reputation? Hallo? Okay, jetzt bin ich überfordert. Nochmal. Coven on the Bluff Lyceum. Gibt's nicht? Coven on the Bluff Lyceum. Auf Daggerfall. Okay, ich schau mal nach. Zack, zack, zack. So, Main Quest, Optional Quest, Quest Running Background, Dark Brotherhood, Fighter's Guild, Knight Orders, Mage's Guild. Wo sind hier die Dedra Quests? Da. Namiras Quest. Destroy Vampire Engine for Lady Namira. Kirk, who meet your war whisper there and collect your rewards. Be sure to follow the time limits. Quest object dead. When the vampire engine is destroyed, a message pops up saying Vampire's engine link said Namira's hunger is sated. No, no, yeah, das hat mir. Namira's Worshipper speaks to the player, hello. I'm a real name, you look stated. Namira's Worshipper ist eine grüne Frau. Okay. Coven on the Bluff Lyceum. Find
Coven on the Bluff Lyceum. Das gibt's doch nicht. Ich google jetzt mal exakt danach. So, Daggerfell Coven on the Bluff Lyceum. Und da? Steht echt da? Und da? Zack, ein bisschen schöner machen. Und da? Bluff. Lyceum? Da gibt's nichts. Okay. Putzi fix, das gibt's doch nicht. Das ist doch irgendwie blöd. Lyceum? Was heißt Lyceum? Das übersetze ich jetzt mal. Lyceum. Lehrsaal. Auf Daggerfall. Moment mal, ist damit die Hauptstadt gemeint? Laut Game? So, ich brauche irgendeinen Menschen. Da vorne sind welche. Hallo. Ich suche Location. People. Hier! Listen, I ain't got time for this. Why don't I just... I reckon a little more wandering around will make... Vielleicht polite. Listen, I don't give directions to people who talk to me like that. Blunt. Bye and tell me what I... Okay, der hilft mir nicht. Aber ich glaube, wir sind hier tatsächlich richtig. What you're going to want to go Daggerfall Lyceum is north of here. And, ah! Tatsächlich ist es hier auf der Karte. Im Norden irgendwo. Daggerfall... Das sind drei Gebäude. Drei Gebäude von hier im Norden. Wir mussten also tatsächlich zurück nach Daggerfall. Das Gebäude hier ist es. Eine Bibliothek. Okay, und hier muss irgendwo sein. Mist, das war der Ausgang. Sehen wir mal da. Okay, da nichts. Da vielleicht? Ja, da ist sie. Hallo, Wendo. I'm Carol. Carololda Woodsley. Look. Excited that the murder agreed with you, I think. Well, I hope this will likewise please. The mirror told me to give you her ring. Try it on and you will learn the meaning of hunger and fulfillment. Once you know that, you know power. Good day, Wanda. Der schaut richtig geil aus. The ring of the mirror. 50.000 Gold wert. Geil. Item powers caster only. The mirror is aligned with the darker side of nature. This is her ring. While the ring is being worn, any damage the bearer takes is suffered by the attacker as well. Geil. Spells and missiles attacks are ignored! How much damage the attacker suffers depends upon his nature. Animals and spriggans take no damage, being creatures of nature. Daedric beings only take half the damage they do, being supernatural. Creatures. Humanoids and monsters take full damage. Undead take twice the damage they do out, because they are wholly unnatural creatures.
Spells? None. Casting cost equal to the damage done to the opponent. Geil. Anziehen. Geil. So. Wo ist der? Unreal Wrap of Malachit, Minion Toga, Potion. Kann es sein, dass der automatisch funktioniert? Das ist ja noch geiler. Ich werde diesen Ring nie wieder ablegen. Hat der... Birth Condition, verdammt. Ich hoffe, der geht uns nicht kaputt. Ansonsten, den werden wir tatsächlich reparieren. Den werden wir jedes Mal reparieren. Das ist so der geile Ring. Geil. Okay, Leute, aber damit sind wir auch fertig. Das war jetzt das Special. Das hat 2,5 Stunden, 2-3 Viertelstunden gedauert. Also 3 Folgen werde ich ja damit raushauen. Oder 2, ich weiß noch nicht ganz. 2 oder 3 Folgen. Ich hoffe, die gefallen euch. Und wir sehen uns dann morgen wieder regulär bei normalen Folgen, wenn wir dann die Hauptquest weitermachen. Also, ciao!